Hallo, hier ist Adrian. Heute werden wir Aktivsätze mit zwei Objekten als Passivsätze umschreiben. Du sollst bereits wissen, wie man die Passivsätze bildet und du sollst dich in englischen Zeitformen auskennen. Wenn in einem Aktivsatz zwei Objekte gegeben sind, hat man die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Passivsätze zu bilden. Ein Objekt ist ein Sachobjekt bzw. direktes Objekt oder Akkusativobjekt. Und das andere heißt Personenobjekt bzw. indirektes Objekt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com